Willkommen, liebe Leute, zum neuen Video auf unserem YouTube-Kanal Alpine Momente. Setzt euch gleich einmal ein Sonnenbrühen auf, denn heute gibt es eine Sonnenaufgangstour auf den meiner Meinung nach einfachsten 3000er der Alpen. Auf diesen 3000er kann grundsätzlich jeder aufkommen, der Kondition für ca. 700 Höhenmeter im Aufstieg hat. Es muss dabei überhaupt nicht gekraxelt werden und trotzdem ist dieser 3000er richtig genial, landschaftlich eindrucksvoll und man hat sogar echt eine schöne Gratwanderung auch dabei. Was ist dieser 3000er? Es geht auf dem Brennkogel von der Glockner Hochalpenstraße rauf und das ist gleichzeitig das zweite Video. Der zweite 3000er von insgesamt 20 3000er, die ich angekündigt habe und in diesem Sommer von der Großglockner Hochalpenstraße besteigen will. Wer also nichts mehr verpassen will, durch das Video auf unseren YouTube-Kanal gestoßen ist, sofort den Kanal abonnieren, die Glocken aktivieren, dann verpasst die anderen 3000er nicht mehr. Und hört dann viel Spaß mit der Tour auf dem Brennkogel. Ihr werdet alles erfahren, was für euch wichtig ist. Kommt mit, gehen wir auf den Brennkogel. Wir starten unsere Tour jetzt direkt beim Hochtor. Das ist das Nordportal vom Hochtor, gleichzeitig der Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg und Kärnten. Wenn ihr von Kärnten kommt, einfach von Heiligenblut die Großglockner Hochalpenstraßen rauffahren Richtung Salzburg. Und wenn ihr von Salzburg kommt, dann einfach Richtung Kärnten rauffahren bis zum Hochtor. Der erste Weg führt uns jetzt einfach einmal da rauf auf den Sattel und dann von links nach rechts um. Unser Ziel, den Brennkogel, sehe ich mir da auch schon. Der ist da ganz vorne. Der Normalweg geht dann da hinten unten rein und von da hinten auf den Gipfel rauf. Schwieriger Aufstieg durch die Firnförder und der weite Weg führt jetzt auf Viere und Nummi. Ja, wir sind da jetzt am Klagenfurter Höhenweg West unterwegs, der geht vom Hochtor weiter um Richtung Brennkogel, Spielmann etc. Und wie ihr seht, liegt da noch Schnee, Altschneefelder. Man könnte aber auch da oben über einen Markrötzner Kogel drüber gehen. Das mache ich noch am Rückweg vermutlich, falls das Wetter noch passt. Aber ich zeige euch jetzt ein paar zwei Wege. Nächstes Altschneefeld, wir müssen da vorne, wo der Schnee aufhört, diese Scharte, den Grat ansteuern. Und ja, ausrutschen war halt blöd, weil sonst können sie bei der Glocknerstraße unten zusammenklauen. Also Altschneefelder aufpassen im Sommer. Wenn man sich nicht sicher ist, besser Steigeisen mitnehmen. Bei mir ist heute der Schnee ziemlich hoch, wie ihr seht. Sollte kein Problem darstellen. Steigeisen habe ich auch dabei. Steile Passage passiert. Alles ist gut gegangen. Jetzt habe ich mir doch die Eisen angezogen. Das gibt dann einfach eine zusätzliche Sicherheit. Das Gelände ist dann doch ein bisschen steiler. Da ganz hinten unten war der Ausgangspunkt. Da rauf und über die Schneefelder rüber. Ups. Jetzt dann da rauf und dann bin ich wieder am Weg.
Nach den gewaltigen Sonnenaufgangsaufnahmen gehen wir wieder weiter. Ich habe mir das Steigeisen gleich anlassen, weil ich versuche den Weg für euch abzugehen und da sind immer wieder so Altschneeförder drinnen. Da seht ihr es, also ich war eigentlich direkt am Weg unterwegs. Nach dem Schneefeld wieder am wunderschönen Wanderweg. Geht es da vier, dann da oben. Danach geht es da jetzt noch durch den Schnee durch und dann von hinten auf den Gipfel. Da links neben mir ist die Schobergruppe. Das sind sehr einsame 3000, da stehen ja da drinnen auch. Wunderschön. Ihr seht es, durchgehend super gut markiert. Jetzt sind halt alles mit Schnee. Zur Info für euch, das ganze Dorf ist alles gletscherfrei. Also da braucht man wirklich gar keine Hochtourenausrüstung. Jetzt geht es da vier in das Chor und dann von links nach rechts eh schon auf den Gipfel rauf. Es sind jetzt gerade noch einmal 400 Höhenmeter. Da unten sind wir jetzt hergekommen. Wir sind auf über 2800 Meter und ich gehe jetzt durch die Schneeflanken rauf. Da oben ist jetzt der Gipfel. Da vorne steilt es auf. Darum werde ich da auf den Grat rausgehen. Nach oben zu steilt es jetzt doch auf. Jawohl, und schon sind wir da, ein paar Meter. Und jetzt geht es unschwierig über den Grat auf den Gipfel. Coole Stimmung, oder? Einmal nach oben war angesagt. Kommt der Nebel. Unschwierig. Die letzten Meter zum Gipfel. Es ist halt so, wie es oft in den hohen Tauern ist. Wir sind da direkt am Alpenhauptkamm, liebe Leute. Und da staut es sich halt oft einfach. Das heißt, das kann sehr schnell gehen. Am gescheitesten einen stabilen Tag aussuchen und sich hier fragt, warum ich heute so früh weg bin, weil der Wetterbericht bereits am Vormittag Niederschlag, starke Bewölkung und teilweise auch Gewitter gemeldet hat. Ja, und ich bin bis am späten Vormittag bin ich bei der Großglocknerstraße schon wieder rausgefahren. So schaut es aus. Also Tourenplanung, eine gute, ist das Allerwichtigste. Und in dem Sinn, der Keil vom
Kogel, 3018 Meter hoch und aus meiner Sicht wirklich der einfachste 3000er der Alpen. Der Nebel lichtet sich aktuell leider nicht und das heißt, ihr müsst jetzt dann da auf das schöne Panorama leider verzichten. Ihr seht es, ja, ist nicht dicht der Nebel, aber ich bin genau einfach in der Haube drinnen. Darum mache ich mich auf den Weg runter. Aber schaut euch nach dem Video das Video zum Spielmann an. Verlinke hier oben und auch unten in der Beschreibung. Beim Spielmann habe ich ein Traumwetter gehabt. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie schön das da herum ist. Jetzt bleibt es auch unbedingt noch dran, weil wir gehen gemeinsam über den Normalweg runter und auf den zweiten Berg, auf den großen Magrützenkopf. Da darf halt kein Nebel sein, weil der ist weiter herum und der ist ungefähr 2750 Meter hoch. Da ist ein Gipfelkreuz drauf, den zeige ich euch noch. Und unten beim Parkplatz gibt es dann ein Resümee. Und runter durchs Pulver. Gewaltig! Gewaltig! Juhu. Jetzt geht es da die steile Stelle wieder oben. Ich bin vorher weiter drüben. Da geht es da auch. Da habt ihr es gesehen, wie gefährlich das so Altschneefelder sind, das steile. Und das Wichtigste ist, dass man weiß, wie man einen Sturz bremsen kann. So, aber jetzt. Und wieder runter durchs Pulver. Gewaltig, sag ich da, gewaltig. Aber machst durch den 4-Nächt-Schnellhöhenmeter. 15 Minuten unterwegs, 350 schon bergab gemacht, das ist ja Wahnsinn. Jetzt geht's wieder hin. Jo, jetzt sind wir da wieder bei der Stelle, wo du oben drüber gehst. Ja, sparen wir jetzt den Gegenanstieg und gehe durch die Schotterflanken durch. Da fahren sich immer die Steigeisen aus. Bis daher sind 670 Höhenmeter im Aufstieg zum Absolvieren. Und der Klagenfurter Jubiläumsweg, wo ich hergekommen bin, quer eben in der Schneeflanke links raus. Also wer da die Tour abbrechen will, einfach links retour gehen. Wir gingen aber jetzt über den Grat, über den Kamm, auf den großen Magrützenkogel und fuhren, gingen wir runter. Ich finde sogar, das ist die sicherere Variante. Genau, und dann nehme ich euch jetzt mit. Ihr könnt dann normalerweise links unten umgehen, hier zum rechts, weil ich keine Steigeisen mehr anhab. Das ist halt Absturzgelände. Ich bin vorher auch so um, ist aber nicht schwer. Es ist nur ausgesetzt.
Ja, da hinten ist jetzt auch der Brennkogel wieder rausgekommen. Ich bin mittlerweile 40 Minuten unterwegs, also da hätte ich lang warten müssen, dass ich den Ausblick genießen hätte können. So, links geht jetzt der Weg weg und wir bleiben einfach Grad weglos. Tschak, 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 Kaffee. Das sind da übrigens leichte Steigspuren. Markiert ist nichts hier, aber eben Steigspuren. Da wird der Grat dann einmal umgangen. Ihr seht es. Steigspuren gingen rechts davon vorbei. Da unten steht das Auto. Also weit ist es nicht mehr. Bergheil vom großen Margrötzenkopf, Kogel, das ist das Gipfelkreuz. Aber es gibt da vorne noch ein Gipfelkreuz, da oben seht ihr Richtung Kärnten. Und da bin ich eben hergekommen, das ist die Salzburger Seiten. Ihr seht es vor den angenehmen, coolen Felsen. Und ich werde jetzt da ein bisschen chillen. Und dann unten gibt es Resümee. Es geht jetzt an unschwierig, aber der Steig ist nach wie vor gut sichtbar. Da vorne geht es jetzt zu Lawinenverbauungen, weil rechts bricht der Hang ziemlich steil runter und da vorne ist dann, glaube ich, noch so ein kleines Gipfelkreuz. Also wie ihr seht, das ist doch ein Traum. Wandern, Gratwandern, hoch über der Großglockner Hochalpenstraße. Unten vorne die ganzen Leute stehen an, genießen den Ausblick da. Der Motorradfahrer und ich bin da herum, Mutterseelen allein, einfach ein Traum. So, das ist da jetzt das Kreuz, also voll lieb. Und für uns geht es jetzt dann da oben in die Schwarten. Und dann endgültig links oben. Da seht ihr jetzt auch den Originalzustieg vom Hochtor. Also normalerweise packt ihr da, wo die Motorradfahrer sind. Ich wollte das heute nur einmal aus Eigeninteresse von dieser Seite angehen. Da kommen jetzt an die Wege wieder zusammen und das ist auch der Ort, wo ich mein Resümee mache. Ja, liebe Leute, die Tour auf dem großen Markrötzenkopfkogel und auf dem Brennkogel hat 773 Höhenmeter im Aufstieg vom Hochtor. Und damit habt ihr jetzt schon einen Grund, warum ich gesagt habe, das ist der leichteste 3000er der Alpen. Also selber besteigen, nicht mit dem Lift auffahren, 773 Höhenmeter und zwei so geile Gipfel mit so einem tollen Panorama machen, das ist doch einzigartig, oder? Insgesamt hat die Runde ca. 7,5 Kilometer, bietet sich echt super an, dass ihr unten den Klagenfurter Jubiläumsweg geht und dann retour über den Kamm, über den großen Markrötzenkopfkogel, wie auch immer der heißt, retour geht's. Die Schlüsselstellen habe ich euch da alle gezeigt. Was braucht ihr für einen Brennkogel? Also, ich werde das Video bald ausschneiden, ich denke mal.
Der Schnee wird sicherlich nur so 2-3 Wochen da sein nach Veröffentlichung des Videos. Ich würde euch dementsprechend empfehlen, nehmt euch unbedingt Steigeisen mit, Erste-Hilfe-Set natürlich und alles, was sonst auch noch so dazu gehört. Aber sonst braucht es eigentlich nicht viel. Sucht euch einen beständigen Tag aus, plant ungefähr 4-5 Stunden mindestens ein. Da müsst ihr aber flott unterwegs sein, dass ihr das in 4-5 Stunden schafft. Und dann habt ihr ein richtig tolles, einsames Erlebnis, weil da raufgehen echt nicht so viel Leute. Alle kommen auf den Großglockner und auf den bekannten Berg, aber das sind die richtig schönen Berge, die Aussichtsberg. Du siehst da traumhaft auf den Glockner, ich halt heute nicht. Aber sonst, es ist wirklich genial, ich kann es wärmstens weiterempfehlen. Liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hinterlasst einen Kommentar. Ich freue mich auch über jeden positiven Kommentar, über Lob, auch über Anregung und Kritik. Das war jetzt der zweite von 20 versprochenen 3000ern im Sommer. Wer also die restlichen 18 nicht verpassen will, jetzt den Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn das nächste Video online kommt. Vergesst auch nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, bewertet es. Daumen nach unten ist mir auch wurscht, nehme ich auch, stehe hier drüber. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, bergheil, bleibt's geil und wie immer da auf der Seite. Kriegt's die nächsten coolen Videos. Ciao, ciao. Und rein ins Pulver. Pulver, juhu. Gewaltiges, fesches Pulver, juhu.